Herzlich willkommen zur Pressekonferenz der Bundesliga-Begegnung GWD Minden gegen TBV Lemgo Lippe. 2017 Zuschauer haben das Spiel hier in der Kreissporthalle Lübbecke gesehen. Wir hatten einen Halbzeitstand von 17-14 und einen Endstand von 36-35. Ich darf recht herzlich begrüßen den Trainer vom TBV Lemgo Lippe, Florian Kehrmann, und bitte um dein Statement zum heutigen Spiel. Ja, schönen guten Abend. Ich glaube, wir sind sicherlich enttäuscht, dass wir heute verloren haben. Trotzdem herzlichen Glückwunsch an GWD und Frank für den Sieg. Ich glaube, heute war es so ein Mentalitätssieg. Wir haben es geschafft, uns den Schneid abzukaufen mit guter Bewegung in der Abwehr, mit sicherlich hartem Abwehrspiel. Das gehört aber zum Handball dazu. Ein, zweimal war es mir ein bisschen viel. Ich glaube, da hätte es auch eine rote Karte geben können bei Gesichtstreffern. Aber das gehört einfach dazu. Und ich glaube, wir waren einfach heute nicht bereit, das komplett anzunehmen, mussten dann immer so ein bisschen hinten dran hängen, mussten immer gucken, dass wir das Spiel vielleicht doch noch irgendwo drehen können. Und das kostet dann Kraft. Wir hatten unter der Woche auch leider mit Isa Guardiola und auch mit Emil Lerke zwei Spieler, die wir heute nicht dabei hatten durch Verletzungen. Nicht ganz so viele Alternativen im Rückraum. Und dann muss man sich jedes Tor erkämpfen. Letztendlich, und das habe ich der Mannschaft auch schon in der Halbzeit gesagt, ist dieses ganz kleine bisschen, was dann fehlte, um Minden zu bestimmen. Das haben wir heute nicht auf die Platte bekommen. Dass es hinten raus nochmal ein ganz enges Spiel wird und wir trotzdem die Chance haben auf ein oder zwei Punkte, spricht, glaube ich, für die Moral, und die müssen wir mitnehmen. Aber wir waren heute nicht bereit, und da hat Minden uns den Schneid einfach abgekauft und haben, glaube ich, auch dann insgesamt verdient gewonnen. Danke. Vielen Dank für dein Statement. Ich darf auch recht herzlich begrüßen unseren Trainer, den Trainer von GWD Minden, Frank Carstens. Gratulation zum Spiel und bitte um dein Statement. Ja, schönen guten Abend. Danke für die Glückwünsche. Ist auch nicht so oft, dass ich das sagen kann, hier zu Hause zumindest. Ich bin beeindruckt, muss ich sagen, von der Atmosphäre in der Halle, von der Leistung meines Teams und vor allen Dingen von der ersten Halbzeit. Also das war, glaube ich, das Beste, was wir in dieser Saison abgeliefert haben. Also an Tempo, Umschaltfähigkeit, selbst die Abwehraktion. Lemgo spielt uns dann zwar immer noch wieder aus und kriegt trotzdem noch den Ball aufs Tor und macht dann auch nochmal ein Tor. Trotzdem war die Beweglichkeit, die Aggressivität in der Verteidigung, das Verschieben, das Einhalten der Absprachen, also sowohl Taktik als auch Kampf zu 100% da. Und dann haben wir eben eine Offensivleistung gezeigt, die maximal herausragend war, in der ersten Halbzeit schon. Und in der zweiten Halbzeit kommt dann so ein bisschen der Faktor Mentalität dazu, beziehungsweise auch eine gewisse Cleverness und die Ruhe zu bewahren in so einem Moment, wenn etwas so gut gelaufen ist und man dann auch wieder in Rückstand gerät. Bei 33, 34 sind wir ein Tor hinten, weil wir den siebten Feldspieler nicht so gut verteidigt bekommen, sind wir da nicht so viele Bälle gewinnen können wie bei 6 gegen 6. Lemgo hat da einfach mal eine Entscheidungssicherheit und so sichere Außen, die einfach dann jeden Ball reinmachen. Das ist war beeindruckend. Ja, und das hat dann dafür gesorgt, dass dieses Spiel nochmal super spannend wurde. Aber am Ende, denke ich auch, haben wir es ein kleines bisschen mehr vielleicht uns erarbeitet im Laufe dieses Spiels und auch erkämpft. Also ich sehe es auch so ein bisschen ein Spiel der Mentalität. Meine Jungs haben hier maximal gebrannt. Mehr geht nicht. Und dass man da vielleicht auch nochmal in der einen oder anderen Situation nicht ganz so präzise ist und nicht ins Regelbuch vorher geguckt hat, dem würde ich ab und zu mal zustimmen. Das ist wohl so, im Gefühl des Kampfes. Aber das ist genau der Weg, wie man das macht, wie man so eine Aufgabe löst, in der wir jetzt sind. Und Ende ist, wir sind noch nicht tot. Wir sind immer noch da. Vielen Dank dafür. Gibt es Fragen aus den Bereichen der Pressevertreter? Fürs Protokoll, dies ist nicht der Fall. Damit schließe ich die Pressekonferenz und wünsche eine gute Heimreise und noch fröhliche Ostern.